Ja, hallo, Markus hier von markusfotos.de, diesmal mit der Bearbeitung des Fotos aus unserem RAW Talk. Wenn ihr nicht wisst, was ein RAW Talk ist, dann schaut mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr einen Link zum Hauptvideo und dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Worum es hierbei geht, ist, dass wir ein Foto haben, so wie dieses hier, das ihr gerade auf dem Bildschirm seht. Und ihr als Zuschauer habt die Möglichkeit, das zu bearbeiten. Und der Christian Adams und ich, wir machen jeweils auch eine Version. Und hier schaute ich gerade an, wie ich das Foto bearbeite. Also, das erste, was ich tue, ist, ich schaue mir mal an, was mir an dem Bild gefällt, was mir nicht gefällt. Also, Modell ist klasse, kann man nichts gegen sagen. Die Allison hat da wirklich, wir hatten da wirklich einen schönen Tag zusammen, haben viele gute Fotos gemacht. Trotzdem gibt es so die ein oder andere Sache, die ich an dem Foto ändern würde. Erstmal fällt mir auf, dass ich glaube, dass mir das Foto in Schwarz-Weiß sehr gut gefallen würde, wenn ich mir das angucke. Klar müsste man jetzt hier noch die Grauwerte so ein bisschen anpassen, damit das Ganze auch so ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, Schwung hat, ein bisschen mehr, ja, ins Auge springt. Aber bevor ich das tue, schaue ich mir noch mal ein paar andere Sachen an. Und zum einen ist es eben so, dass das Kleid, so wie das jetzt hier durch den Wind weht, ich sag mal, es könnte ein bisschen vorteilhafter wehen, dass man hier nicht so eine ganz gerade Linie hat, dass das Ganze vielleicht ein bisschen weiblicher aussieht. Und zum anderen ist es eben so, dass durch den hier hochgezogenen Arm auch so ein ganz klein bisschen hier diese Linie ja nicht mehr ganz so aufregend ist, sagen wir es mal vielleicht. Und da könnte man vielleicht auch ein ganz klein bisschen anpassen, um das wieder hinzubekommen. Ansonsten vom Blick her toll. Wir haben hier natürlich ganz, ganz viel im Hintergrund. Und wir haben ja in dem Ankündigungsvideo hierzu, wo wir euch dieses Foto zur Verfügung gestellt haben, schon gesagt, es schreit ja förmlich danach, irgendwie ein Color Key zu machen mit dem roten Kleid. Aber genau diesem, ja, Wunsch werde ich widerstehen und ich hoffe, auch vielen von euch ist es gelungen, dem zu widerstehen. Ich denke, ich gehe hier ins Schwarz-Weiße. Was ich jetzt aber nicht tun werde, ist es direkt hier in Lightroom Schwarz-Weiß machen, weil das hätte folgenden Nachteil. Wenn ich gleich alle anderen Anpassungen, die ich hier machen möchte, in Photoshop, also teilweise ein bisschen mit dem verflüssigen Filter arbeiten und so weiter und so fort, wenn ich jetzt schon Schwarz-Weiß machen würde und ich würde dann in Photoshop den verflüssigen Filter anwenden und ich würde aus welchem Grund auch immer irgendwann nochmal eine bunte Version davon machen wollen, also eine farbige Version beispielsweise, weil Allison sich das wünscht, das gern nochmal in Farbe zu haben, dann hätte ich das Problem, dass ich diese Anpassung nochmal machen müsste. Also werde ich die erstmal in Farbe machen und werde dann die Schwarz-Weiß-Umwandlung erst hinterher mit der Photoshop-Datei machen und nicht mit dem RAW-Bild. Gut, was wir aber auf jeden Fall mal hier in Lightroom noch tun können, sind so ein paar Basics anpassen. Und da fange ich doch hier einfach mal an. Zum Beispiel mit dem Schärfen. Man sieht, es ist hier nicht ganz perfekt von der Schärfe geworden. Das ist mit dem 70-200 gemacht worden. Und das hat gerne mal das Problem, dass es selbst bei einer 500stel Sekunde es mir nicht immer gelingt, das hier verwacklungsfrei zu machen. Hinzu kommt, ich sehe auch gerade, wir waren hier schon, es war relativ spät am Abend schon bei ISO 320. So, also schärfen wollte ich das Ganze. Dazu gehe ich mal hier herunter auf den Bereich Details. Und was ich hier tue, ist auch bei ISO 320 zumindest schon eine leichte Rauschreduzierung anzuwenden. Vielleicht von 15, mehr muss es nicht unbedingt sein. Und dann gehe ich eben hin und ziehe hier so ein bisschen die Schärfe hoch. Das mache ich ganz langsam schrittweise, indem ich einfach einmal auf den Regler klicke und dann einfach am Mausrad drehe, bis ich hier eine deutliche Verbesserung der Schärfe sehe. Und wir können hier einfach mal so das Vorher-Nachher zeigen, indem wir hier diesen kleinen Schalter betätigen. Ihr seht, das hat schon ein bisschen was gebracht. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, den Radius zu wählen. Das ist eben, aus welchem Umkreis Pixel geholt werden zum Schärfen. Und da ist es manchmal ganz vorteilhaft, eben auch noch ein bisschen mitzuarbeiten, um noch ein ganz klein bisschen mehr Schärfe in die Sache reinzubringen. Dann wie immer mein Maskieren-Tool mit gedrückter Alt-Taste, dass ich halt eben sehen kann, wo wird geschärft, wo wird nicht geschärft. Das ist ein bisschen viel, gehen wir ein bisschen zurück. Ein bisschen wenig, so. Hier in dem Bereich. Ich möchte also wirklich nach Möglichkeit nur die Ränder schärfen und nicht irgendwie jede einzelne Hautpore. So, das ist die 100%-Ansicht. Ich denke, viel besser geschärft bekommen wir das nicht. Wir machen hier nochmal den kleinen Vorher-Nachher-Test. Also ihr seht, auf den Augen passiert da doch schon relativ viel. Da können wir vielleicht gleich mit dem Hochpass noch ein klein bisschen zusätzlich nachhelfen. So, was gucken wir uns noch an? Wir schauen mal gerade Objektivkorrekturen.
Ob die einen signifikanten Unterschied machen, kaum. Die nehmen so ein bisschen Vignette weg, lassen wir raus, bringt nicht allzu viel. Dann, da ich eh ins Schwarz-Weiße gehen möchte, erstmal lasse ich mal die Farben noch in Ordnung, lass sie mal so, wie sie sind. Weiß Abgleich passt eigentlich auch so weit, wie ich sagen würde. Gefällt mir ganz gut. Soll erstmal in Lightroom reichen. Ich wechsle jetzt rüber mit dem Foto in Photoshop und dann gucken wir da mal weiter. Ja, hier sind wir jetzt in Photoshop angekommen und wie ihr sehen könnt, ist das Bild auch schon geladen hier als Hintergrundebene. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich mache mir eine Kopie, damit ich immer noch mal wieder zurück kann, wenn ich irgendwie Mist baue oder sowas. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte als Erstes hier so ein bisschen die Linien von dem Kleid verbessern. Deswegen markiere ich jetzt mal ganz grob den Teil, um den es mir geht. Das mache ich deswegen, weil dann der jetzt folgende Verflüssigen-Filter etwas schneller arbeitet. Und ja. Was ich jetzt weiterhin nutze, ist das nach links schieben Werkzeug. Und da habe ich jetzt so eine Pinselgröße von 200, Dichte von 20 und Pinseldruck von 10 eingestellt. Und was ich jetzt machen kann, ist einfach, wenn ich mit dem Pinsel hier lang fahre, nach unten seht ihr, dass es das Ganze in die Richtung eindellt. Und wenn ich nach oben fahre, in die andere Richtung. Ich mache das jetzt gerade nochmal wieder rückgängig, damit ich irgendwie an dem Originalzustand wieder bin. Und das kann ich jetzt ganz leicht nutzen, um hier so ein bisschen die Figur anzupassen. Hier stört mich zum Beispiel, dass das da so stark hervorgeht. So, hier holen wir mal wieder ein bisschen von der Oberweite zurück, damit das halt auch wieder etwas so aussieht, wie es vielleicht aussehen würde, wenn der Arm unten wäre. So, dasselbe machen wir hier auf der Seite. Wenn ich das jetzt auf der anderen Seite mache, muss ich natürlich umdenken. Das heißt, wenn ich das jetzt hier eindellen will, muss ich nicht von unten nach oben ziehen, sondern nein, da muss ich nicht von oben nach unten ziehen, wie auf der linken Seite, sondern in dem Fall muss ich dann von unten nach oben schieben, um das Ganze einzudellen. Und wenn ich das Ganze hier nur so vorsichtig mit dem Rand mache, dann ist es was weniger. So, das kann hier aber auch ein bisschen noch weg, gar nicht so viel. So, hier will ich noch ein Ding, worauf man natürlich achten muss, auf so einen Hintergrund wie hier, wenn ich da so eine gerade Linie habe, dann verzerrt mir das die Linie natürlich mit. Und dann muss ich so ein bisschen vorsichtig sein, dass ich das so gleichmäßig, so vorsichtig mache, dass das nicht sofort auffällt, dass da an der Linie irgendwie hantiert wurde. Also hier sieht man es jetzt, weil ihr es wisst, aber ich glaube, wenn ihr das Foto einfach nur so vorher gesehen hättet, wäre es euch höchstwahrscheinlich nicht aufgefallen. So, was machen wir jetzt hier noch? Wir könnten hier noch so ein ganz klein bisschen am Arm entlang streifen. Hier ist der Hintergrund auch nicht so problematisch. Das machen wir einfach mal so. Und hier ist es halt auch sehr, sehr gerade. Da würde ich mir halt irgendwie auch wünschen, sie hat halt hier die Figur, das kann man hier ganz gut sehen. Hier hinten ist tatsächlich so eine S-Kurve gemacht, was durch das Kleid so ein bisschen verloren geht. Und jetzt gehen wir hier einfach hin und dellen das Ganze hier mal so ein bisschen vorsichtig ein. Einfach um diesen S-Kurven-Eindruck, der sich ja darunter tatsächlich befindet, der einfach nur durch den Wind so ein wenig weggeweht wurde, um den wieder zu verstärken. So. Manchmal gefällt mir das dann hinterher, wenn ich es in der Komplettansicht sehe, nicht mehr ganz so gut, aber ich denke, so könnte das vielleicht ganz gut aussehen. Schauen wir doch mal, was daraus geworden ist. So, da haben wir jetzt, und das ist auch noch ein Vorteil von dieser Hintergrundebene, wir können jetzt hier einfach relativ gut so ein Vorher-Nachher machen. Und ich finde auch die Verfälschungen hier hinten, die fallen gar nicht so stark auf. Ja, das gefällt mir soweit ganz gut. Was wir jetzt, wenn wir gerade eh in Photoshop unterwegs sind, natürlich mal eben machen können, ist, wir schauen mal eben, ob es irgendwelche Hautunreinheiten gibt oder ähnliches, die wir mal eben entfernen können. Da ist gar nicht so viel, da müssen wir keinen großen Aufwand betreiben. Das Einzige, was ich glaube ich sehe, ist, dass sich hier irgendwie so eine Art, ups, Mückenstich oder sowas eingenistet hat. Und den entfernen wir jetzt hier mal gerade so ein bisschen vorsichtig, damit man den nicht sieht. So, der ist ja sonst auch nicht da. Ansonsten auch so ein bisschen durch die leichte Unschärfe geschuldet. Das Ganze schon gut. Was wir noch machen können, ist hier so ein paar Linien in der Armbeuge, beziehungsweise in der Achsel, ist es ja gar nicht die Armbeuge, ist die Achsel. Die können wir jetzt auch noch gerade irgendwie machen.
Wenn wir doch eh schon in Photoshop sind, dann erledigen wir das kurz mit. So, da fange ich jetzt auch nicht groß an mit Frequenztrennung oder sowas. Das machen wir einfach mal eben so. Sollen wir noch? Da haben wir auch noch irgendwie sowas Mückenstichartiges. Das nehmen wir noch kurz weg. Und dort. Und ich denke, ansonsten ist das aber perfekt und wir können das so weit so lassen. Nochmal gerade gucken, ob auf dem Kleid irgendwo eine Fussel sitzt oder ähnliches. Oder vielleicht auf den Schuhen irgendwie eine unschöne Stelle. Da hinten tatsächlich sowas, wo ich jetzt auch nochmal gucken würde, ganz kurz ist, ob auf dem. Da hat er mir von der falschen Stelle das Sample geholt. Das darf man nicht vergessen, dass man dann in der Nähe irgendwie sich nochmal mit der Alt-Taste was Neues holt, bevor man das hier so ein bisschen ausbessert. So. Das ist doch in Ordnung. Und wonach man auch nochmal eben gucken kann, ist, ob jetzt gerade vielleicht genau unter dem Modell oder in Sichtweise irgendwie so ein richtig hässlicher Kaugummifleck ist, sowas wie das da. Und mit demselben Werkzeug können wir den auch nochmal eben aus dem Bild nehmen. So. Will euch jetzt aber gar nicht zu lange mit solchen Details nerven oder langweilen. Nein, das war falsch. Fit on Screen wollte ich haben. So, da haben wir das Ganze. Mehr will ich jetzt in Photoshop an der Stelle auch nicht machen. Das gefällt mir so gut. Und was ich jetzt tue, ist, ich speichere das einfach wieder und gehe dann wieder zurück in Lightroom. Ja, hier zurück in Lightroom seht ihr jetzt, dass das Foto hier irgendwie diese 1 von 2 hat. Und das ist deswegen auch zweimal nebeneinander ist. Das eine ist die PSD-Datei, wie ihr hier oben erkennen könnt. Und das andere ist die DNG-Datei. Das heißt, da ist einfach eine Kopie angelegt worden. Und mit dieser Kopie kann ich natürlich jetzt weiterarbeiten und kann da jetzt meine Schwarz-Weiß-Sachen mitmachen. Und das funktioniert jetzt am einfachsten so, indem ich hier oben hingehe und auf Schwarz-Weiß drücke. Dann haben wir das schon mal. Und was ich jetzt als allererstes immer tue oder gerne tue, ist einfach mal zu schauen, was denn passiert in Sachen Farbtemperatur, also den Weißabgleich einfach nochmal zu verändern. Und da kann man sehen, dass auch das schon einen gewissen Einfluss auf das Bild hat. Und ich würde sagen, ich hätte ganz gerne etwas, wo möglichst viel von dem Kontrast da ist. Das wäre hier. Und ich kann natürlich auch noch mal gucken, was mit der Tönung passiert. Das sind halt ganz andere Farben, die da jeweils angesprochen werden. Da kann man halt auch mal mitarbeiten. Ihr seht, was passiert irgendwie. Es macht schon viel aus, hier einfach mal mitzugucken. Allerdings gibt es da keine Stelle, die mir besser gefällt, als einfach in der Mitte zu bleiben. Und ganz ehrlich, ich probiere das da an der Stelle auch einfach nur aus und schau mal, wie es aussieht, wie es mir gefällt. Was ich auf jeden Fall mal machen werde hier, ist jetzt das Schwarz erhöhen. Nicht allzu sehr, aber man sieht, dass hier schon die ersten sehr dunklen Stellen hervortreten. Das soll es dann an der Stelle auch gewesen sein. Und was ich dann auf jeden Fall auch nochmal tun werde, ist, den Kontrast weiter zu erhöhen, weil ich finde, Kontrast ist einfach etwas, wovon Schwarz-Weiß-Bilder leben. Und was man bei Schwarz-Weiß-Bildern auch immer sehr gut einfach mal machen kann, ist wirklich Klarheit hinzuzugeben. Und das hat, wenn ihr hier mal aufs Gesicht achtet, hier auf diese Stelle, und ich mache das Ganze nochmal rückgängig, seht ihr, dass das Ganze da noch so ein bisschen blass ist. Und in dem Moment, wo ich die Klarheit erhöhe, tritt sie einfach viel stärker vor dem Hintergrund hervor. Auch hier rund um die Arme sieht man das ganz gut. So, jetzt kommt der eigentlich spannende Teil und das ist hier dieser Schwarz-Weiß-Mischungsteil. Und da erzeugt Lightroom erstmal so eine automatische Mischung. Ihr könnt auch einfach mal hier auf Automatik drücken und mal gucken, was Lightroom da für euch draus macht und das als Basis nehmen. Jetzt weiß ich ja, dass das Kleid rot ist und wenn ich an dieser Farbe was verändern will, dann kann ich das halt am einfachsten, indem ich an diesem Rotregler drehe. Ihr seht, ich kann das Rot so dunkel machen, dass es wirklich fast wie ein komplett schwarzes Kleid aussieht. Das möchte ich natürlich nicht. Ich kann genauso gut aber auch hingehen und das heller machen und alles, was dazwischen liegt. So, es ändern sich zwar hier hinten dann auch in der Schranke so ein paar Sachen mit, aber das soll mich erstmal nicht stören. Was ich auf jeden Fall möchte, ist, ich möchte das Ganze ein bisschen dunkler machen, aber nicht zu sehr. Ich denke mal, so in dem Bereich gefällt mir das. Und die Orangetöne,
sind da auch noch drin. Und wenn ich die verändere, kann ich hauptsächlich so die Struktur des Kleides stärker hervorheben. Wenn man zum Beispiel hier mal auf diesen Bereich achtet, wo einfach Falten im Stoff waren, dann, wenn ich das jetzt sehr stark hervorhebe, treten die natürlich auch hervor. Ganz so krass mache ich es nicht, aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass da sogar noch ein bisschen die Falten stärker hervortreten, was normalerweise ja so per Dodge and Burn auch gemacht werden könnte. Das machen wir jetzt mal so. Dann schauen wir mal, was uns das Geld bringt, außer dass das hier auf diesen Pfählen irgendwo ist, passiert da nicht viel. Ja, dunkle ich die ab, helle ich die auf. Eigentlich möchte ich sie eher abdunkeln, damit sie weniger stark hervortreten und dem Modell etwas mehr Luft zum Atmen geben, damit es etwas besser hervortritt. So, dann haben wir hier den Grünregler, der betrifft hier hinten nur so eine Lampe. Den können wir getrost mal weglassen. Ich finde es auch ganz gut, dass man die sieht. Gucken wir mal, was das Blau macht. Ja, das Blau ist witzigerweise, oder Aquamarin muss ich korrekterweise sagen, also witzigerweise hauptsächlich hinten in den Bäumen. Und da gehe ich jetzt hin und hell das tatsächlich ein bisschen auf. Ich möchte eigentlich nur, dass die Allison hauptsächlich hervorsticht. So, Blau scheinen wir überall im Bild zu haben. Das heißt, wenn ich da jetzt stark dran manipuliere, hat das Auswirkungen aufs ganze Bild, hält fast das ganze Bild auf. Das mache ich auch mal so ein, zwei Schritte. Dann gucken wir mal, was das Lila macht. Das geht witzigerweise sehr stark ins Gesicht. Da ist es so, dass ich das ganz gerne ein ganz klein bisschen heller machen möchte. So. Magenta, was tust du? Auch du gehst hauptsächlich auf das Kleid, wie man sieht. Und da können wir jetzt auch wieder dran arbeiten, indem wir das entweder nutzen, um gewisse Elemente in dem Kleid ein bisschen heller erscheinen zu lassen oder dunkler. Heller finde ich besser. Das ist dann manchmal tatsächlich einfach so eine Sache, muss man mal ausprobieren, das eine und das andere. Und dann sieht man, was einem besser gefällt. So, das sind jetzt unsere Zwischenschritte. Das ist das Ganze einmal ohne unsere Schwarz-Weiß-Mischung und das ist das Ganze mit unserer Mischung. Und ich finde, da tritt doch schon einiges doch etwas deutlicher hervor. Das Kleid hat viel, viel mehr ja, Präsenz im Bild, als es das vorher hatte. So, das gefällt mir gut. Was man jetzt an der Stelle immer noch mal ganz gut machen kann, ist irgendwie über Talltonungen nachzudenken. Das heißt, gibt man in das Bild noch mal irgendwie Farbe rein, irgendwie ein leichtes Blau oder keine Ahnung. Gerne wird ja auch dieser Sepia-Effekt in Anführungsstrichen irgendwie verwendet. Aber mir gefällt das Foto eigentlich ganz gut ohne irgendeine Tonung. Könnte mal versuchen, man da jetzt tatsächlich, wenn man irgendwas nimmt, was mehr so in das rote, rosane reingeht. Starkes Blau, oh, Lila, ganz furchtbar. Also wie gesagt, bei dem Bild alles nicht schön. Ich meine, wir haben ja irgendwie mehr oder weniger absichtlich die Farben auch rausgenommen. Deswegen lasse ich das jetzt auch dabei. Worüber man immer bei Schwarz-Weiß-Bildern mal gerne nachdenken kann, ist, ob man so eine Vignette da reinnimmt. Vielleicht auch nur eine ganz leichte. Aber sie hat zumindest den Vorteil, dass sie hier die Ränder noch so ein bisschen mehr abdunkelt und damit die Allison noch etwas mehr in den Fokus tritt. Und das machen wir jetzt auch hier mal so bei 15. Ja, zu guter Letzt hier noch dieser dunkle Streifen am Rand entlang, der mir nicht ganz so gut gefällt. Den will ich gerade noch eben loswerden. Deswegen nehme ich hier auch noch mal eben das Beschneiden-Werkzeug und nehme hier so ein ganz klein bisschen von oben und ein ganz klein bisschen von unten weg, um nicht allzu viel dadurch an der Komposition zu ändern. So, und setze jetzt hier den Ellbogen ungefähr auf diese Höhe. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, dann machen wir den Doppelklick, um das Ganze zu bestätigen. Und dann ist das für mich das Bild, ja, was da jetzt bei rausgekommen ist. Ich würde sagen, das exportiere ich jetzt mal und dann schauen wir mal, was Christian gemacht hat und was ihr gemacht habt. Und wir sehen uns dann im Auflösungsvideo wieder. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.